Wir wollen unseren Gottesdienst und biblischen Impuls beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schülerinnen, liebe Schwestern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, die diesen Impuls anschauen, hier aus der Antoniterkirche in der St. Ursula-Schule. Wir sind in der Karwoche und bereiten uns auf Ostern vor. Wir möchten mit diesem kleinen Impuls ein paar Gedanken mit auf den Weg geben und Jesus begleiten auf dem Leidensweg und Kreuzweg hin zur Auferstehung. Wir tun das gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie und möchten mit diesem Impuls ein wenig Hoffnung geben. Denn wir haben in vielerlei Hinsicht in diesem Jahr dunkle Momente erlebt, an die wir durch das Kreuz jetzt erinnern. Viele Menschen sind in diesen Monaten an Covid-19 erkrankt. Sie wurden isoliert und konnten daher von ihren Familien kaum begleitet werden. Viele alte Menschen sind noch einsamer geworden, besonders in den alten Heimen. Sie hatten große Angst und leider sind die meisten Opfer der Corona-Pandemie alte Menschen. Viele Kinder und Jugendliche haben unter der Pandemie darunter gelitten, dass sie kaum Zugang zu Medien hatten. Sie wurden abgehängt. Besonders in Familien, die in schwierigen Situationen leben, werden die Kinder isoliert. Die Schere zwischen Arm und Reich ist weiter auseinandergegangen. Viele Freundschaften konnten wir in diesen Monaten kaum pflegen, höchstens virtuell. Durch die Pandemie sind viele große Probleme der Welt in Vergessenheit geraten. Ein großes Drama ist das Schicksal der Flüchtlinge, zum Beispiel auf Lesbos oder in anderen Flüchtlingslagern. Viele Jugendliche leben dort ohne die Familie. Sie müssen ewig warten, können wegen Krieg oder anderen Problemen nicht in ihrer Heimat leben, finden aber auch keine Länder, die sie so aufnehmen wollen. Auch der Klimawandel ist ein Problem unserer Zeit. Fridays for Future machen darauf aufmerksam, auch wenn in diesen Monaten viele Treffen nicht möglich sind. Die Umweltzerstörung ist weiter dramatisch und fordert zum Handeln auf. Wenn jetzt nicht gehandelt wird, wird die Zukunft für die heutige Jugend sehr schwierig. Weltweit gibt es immer noch viele Kriege und Konflikte, über die in der Pandemie noch weniger berichtet wird. Seit 10 Jahren in Syrien, dann im Südsudan und vielen anderen Ländern. Menschen demonstrieren für Demokratie und Freiheit, wie in Myanmar, und werden grausam unterdrückt. Rechte von Frauen werden nicht gewährt. Gewalt und Hass gibt es auch in unserer Gesellschaft. Im Lukas-Evangelium gibt es die Ostererzählung der Emmaus-Jünger. Am ersten Tag der Woche waren 2 von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, und es geschah,
Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth, er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und als Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz so träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legt ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Thank you.
In den letzten Monaten konnten wir erfahren, wie wichtig Familie und gute Freunde für uns sind. Sie gaben uns Halt und Geborgenheit. Das gibt uns die Gewissheit, dass wir uns auch in Zukunft auf sie verlassen können und Krisen nicht alleine durchstehen müssen. Wir haben unseren Blickwinkel verändert. Statt in die Ferne zu schweifen, entdeckten wir, dass es in unserer Nähe so viel Schönes gibt. So sind wir gegenüber der Natur und uns selbst achtsamer geworden, was zu mehr Ruhe und weniger Stress führt. Krisen setzen oft ungeheure Kräfte frei. Innerhalb weniger Monate schafften es Wissenschaftler auf der ganzen Welt, mehrere Impfstoffe zu entwickeln, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Auch wenn es Rückschläge und Verzögerungen gibt, ist doch weltweit eine große Solidarität zu spüren. Vor wenigen Wochen besuchte Papst Franziskus den Irak. Die Bilder der antiken Stadt Ur, der Heimat Abrahams, gingen um die Welt. Die Erinnerung an Abraham, den Stammvater der Juden, Christen und Muslime, ist eine Absage an Feindseligkeit, Extremismus und Gewalt und stellt ein hoffnungsvolles Zeichen von Versöhnung und Frieden dar. Viele von uns steht der Schutz des Lebens und der Gesundheit an erster Stelle. Vermeintliche Probleme verlieren ihre Bedeutung. Stattdessen nehmen wir vor allem die älteren Mitmenschen und deren Sorgen bewusster wahr. Nachbarn achten aufeinander und helfen sich gegenseitig. Wir wollen unsere Hoffnungen und auch unsere Bitten in das Vaterunser-Gebet einschließen und wollen es gemeinsam sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, du gehst mit uns auf unserem Weg und begleitest uns durch Not, Leid und Dunkel. In Jesus, deinem Sohn, hast du unsere Angst, unsere Sorgen und unseren Tod auf dich genommen und uns in ihm Hoffnung und neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, begleite uns mit deiner Nähe und deinem Schutz bei allem, was wir tun. Lass die Anstrengungen aller Menschen, die sich für andere einsetzen und die ihre Nöte lindern wollen, nicht vergeblich sein, sondern führe sie zum Erfolg. Gib dich auch uns zu erkennen, wenn wir miteinander unser Leben,
unsere Sorgen und Nöte teilen und gemeinsam unterwegs sind auf den Straßen unseres Lebens. Sei du auch uns stärkend und tröstend nahe in deinem Wort und mit deiner Gegenwart im Heiligen Mahl, zu dem du uns immer wieder einlädst, gerade in dieser österlichen Zeit. Dir, dem auferstandenen und erhöhten Herrn, empfehlen wir alle unsere Anliegen und Bitten und vertrauen auf deine Hilfe. Amen. So bitten wir am Ende um den Segen Gottes, dass wir immer seine Begleitung spüren, so wie die Emmausjünger, auch wenn wir nicht immer verstehen, dass er in unserer Nähe ist. Und so segne und beschütze uns der gütige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ein frohes und gesegnetes Osterfest.